Zivilisation inmitten der unendlichen Weiten des Karibischen Meeres liegt eines der letzten Paradiese, die Isle Avache. Auf der kleinen Insel wohnen die Menschen noch immer wie vor Hunderten von Jahren. Sie kennen weder Strom noch fließendes Wasser. Der Rhythmus des Ozeans bestimmt ihr karges Dasein. Mit selbstgezimmerten Schaluppen gehen die Insulaner auf Beutejagd. Sie leben vom Fischfang, vom Schmuggel und davon, dass manchmal ein fremdes Schiff einfach verschwindet. Tag für Tag folgen sie der Tradition ihrer Vorfahren, der Piraten. Auch Henry Morgan gehörte zum Clan der Seeräuber. Stets an seiner Seite der einzige Vertraute, Alexandre Exquemelin. Der holländische Arzt verfasst den einzigen Augenzeugenbericht über den charismatischen Bandenchef. Ein außergewöhnliches Dukument über die tollkühnen und furchtbaren Taten des Henry Morgan. Sie drehten ihm einen Strick um den Kopf, schnitten ihm Nasen und Ohren ab und hingen ihn an seinem Glied auf. Schließlich ließen sie ihn erstechen. Auch den Mönchen ging es nicht viel besser. Die Weiber verschonten sie nur, wenn sie ihnen zu Willen waren. Manche zwangen sie auch dazu, holten sie unter einem Vorwand und vergewaltigten sie. Morgan, der ein Vorbild hätte sein sollen, war nicht besser als die anderen. Für den Historiker Peter Earle ist Morgan mehr als nur ein grobschlächtiger Geselle. Der Engländer erforscht seit über 20 Jahren die Geschichte des Piratentums. Er weiß, der Freischärler spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg der britischen Krone in der neuen Welt, wirtschaftlich wie militärisch. Henry Morgan war erfolgreicher als alle anderen Seeräuber. Er war der überragende Denker und Lenker irregulärer Truppen. Die Leute, die er führte, waren Gesetzlose. Sie waren raue Gesellen. Aber Morgan schaffte es, sie unter Kontrolle zu bringen und straff zu organisieren. Morgan war ein herausragender Guerillaführer, auf seine Art ein Militärgenie. Skrupelloser Mörder oder Spielball machthungriger Kolonialherren. Ein internationales Expeditionsteam begibt sich auf Spurensuche. Der deutsche Ingenieur Klaus Kepler leitet das Unternehmen. Die Männer wollen die historischen Wirkungsstätten des legendären Piraten ansteuern. In der Hoffnung, aus den archäologischen Hinterlassenschaften erstmals den Lebensweg des Abenteurers nachzuzeichnen. Das Operationsgebiet: die karibischen Inseln Jamaika und Haiti sowie das panamesische Festland. Vor 350 Jahren das Herrschaftsgebiet der Spanier. Regelmäßig überfielen Piratenbanden die Handelsgaleonen des europäischen Königshauses. Zunächst auf eigene Faust. Bis die Engländer versuchen, in der neuen Welt Fuß zu fassen und den Spaniern den Krieg erklären. Von da an kämpfen die sogenannten Bukaniere ausschließlich im Auftrag Großbritanniens. Die eingeschworene Truppe haust auf den kleinen Inseln. Zwielichtige Gestalten aus Holland, Frankreich und England. Sie eint der Hass auf Spanien und die Aussicht auf fette Beute. Anführer der Brüder der Küste ist niemand Geringeres als Johann Henry Morgan. Der gebürtige Waliser ist gerade erst 32 Jahre alt. Wenn Morgan verkündete, er werde eine Stadt angreifen, dann meldeten sich sofort Hunderte. Jeder von ihnen glaubte, das wird ein Erfolg. Morgan war eine klassische Führernatur, der man sich gerne anschloss. Sie kamen gerne zu einer Persönlichkeit wie Henry Morgan, denn bei ihm war der Erfolg garantiert. Seine Schaltzentrale, die Isle Avache. Von dort aus plant der Stratege seine spektakulären Coups. Henry bittet zum Rendezvous, lautet der Geheimcode, dem die Gesetzlosen bedingungslos folgen. Jeder, der die Losung erhält, weiß genau, wohin er gehen muss und was ihn erwartet. Ein Auftrag auf Leben und Tod. Das Versteck Morgans liegt etwa 5 Seemeilen südlich von Haiti, dem ehemaligen Hispaniola. Gut geschützt,
denn das Eiland umschließt ein gefährliches Riff, das den Ort nahezu uneinnehmbar macht. Auch das Forscherschiff wagt sich nur vorsichtig in den sicheren Hafen über eine enge, sehr flache Fahrrinne. Die Ankunft der Wissenschaftler beäugen die Einheimischen kritisch. Fremde Gesichter sind sie nicht gewohnt. Nur wenige Meter vom Strand entfernt beginnt das fruchtbare Hinterland. Mit Kühen, saftigen Weiden und exotischer Vegetation. Das Wertvollste aber, damals wie heute, ruht verborgen hinter meterhohen Sträuchern und dichten Gräsern. Nur vom höchsten Berg der Insel, dem Kadival, ist es zu entdecken. Der Hauptschatz von Henry Morgan war dieser Süßwassersee im Hintergrund. Er konnte mit seinen Schiffen anlanden in dieser Bucht hinter dem Hügel. Er konnte da drüben in dieser Bucht anlanden oder in dieser Hauptbucht hier. Der Transport von Wasser war nicht weit. Er hatte also in der Hauptsache Wasser, Süßwasser. Er hatte Kokosnüsse, Bananen, Fische. Für Henry Morgan ein ideales Piratenversteck. Eine palmenumsäumte Trutzburg, in der er mit seinen Kumpanen monatelang in Saus und Braus lebte. Und noch ein Pluspunkt machte die Isle Abash, die Insel der Kühe, zum attraktiven Domizil. Nur die Einheimischen kennen den Weg übers Wasser zu einer schmalen Schlucht. Dort klafft der Eingang einer riesigen Höhle. Durch ein Labyrinth von Gängen und Gewölben stößt das Team immer weiter vor. Ein längst vergessener Ort. Zu jener Zeit aber schleppten Piraten Tag für Tag ihr Hab und Gut in den hochaufragenden Raum. Das geheime Versteck im Schutz der kühlen Felsen barg Unmengen an Beutestücken, Waffen und Schießpulver. Es gibt Höhlen, die haben zwei Eingänge oder drei Ausgänge, also wie ein Fuchsbau angelegt. Und das war natürlich für Piraten eine sehr sichere Angelegenheit. Sie konnten von hinten, von vorn, von oben nicht überrascht werden. Sie hatten nur einen einzigen Eingang und der war um Meer zugerichtet. Ein ausgezeichneter Aussichtsposten zur Früherkennung feindlicher Schiffe. Sommer 1668. Wieder einmal tüftelt Henry Morgan an einem waghalsigen Plan. Mit einer Elitetruppe will er die blühende Handelsmetropole Portobello überfallen. Seit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus siedeln in dem Ort an der Ostküste Panamas vor allem spanische Kaufleute und Mitglieder christlicher Missionsorden. Der gigantische Naturhafen, in jenen Tagen der wichtigste Umschlagplatz Mittelamerikas für exotische Gewürze und Edelmetalle. Grund genug für die Engländer, das wohlhabende Portobello bereits 1596 einzunehmen. Nach einigen Jahren aber ziehen sie sich aus der Region zurück. Der König von Spanien befiehlt daraufhin, die beschauliche Stadt zu einer waffenstarrenden Garnison auszubauen. An keinem anderen Platz in der Karibik stehen so viele Kanonen, das eiserne Rohr ausgerichtet auf die Einfahrt in die Bucht. Auf vier Festungen rund um das Hafenbecken verteilt sind 600 Soldaten Tag und Nacht im Einsatz. Denn Portobello bildet das Ende der Gold- und Silberroute, die von Südamerika aus über Panama und verschlungene Dschungelpfade bis in die Hafenstadt führt. Tonnen der kostbaren Ladung erreichen auf schwer bewaffneten Fregatten schließlich Sevilla. Am Hofe des spanischen Regenten verarbeiten Goldschmiede das begehrte Material zu einzigartigen Kunstwerken. Gold und Silber, auch Henry Morgan hat es darauf abgesehen. Im Dunkel der Nacht schleicht der Piratenchef mit vier Schiffen und acht Schaluppen an der Küste von Portobello entlang. Die Festung von See aus anzugreifen, erscheint dem Waliser zu gefährlich. Er entscheidet sich für eine Operation an Land. Wie ein Feldherr organisiert er den Überfall. Auf kleinen Kanus erreichen seine Bodentruppen unbemerkt den Strand. Vorsichtig
pirschen die Männer bis an die Mauern heran. Das Archivo General de Indias bewahrt ein besonderes Dokument, von Henry Morgan am Vorabend der Schlacht persönlich verfasst. Die Articles of Agreement, ein Vertrag, der unter Historikern als Sensation gilt. In Englisch geschrieben, regelt das Schriftstück die Versorgung der Piraten im Notfall. So unglaublich es klingt, die Männer erhielten eine Lebens- und Sozialversicherung. Neben der Verteilung der Beute geht es vor allem um die Vergütung der in der Schlacht verletzten Männer. Wenn zum Beispiel ein Kämpfer ein Bein verlor, wurde er mit einem festgelegten Betrag oder aber mit 6 Sklaven entschädigt. Zudem wurden Zahlungen für besonders tapfere Männer festgelegt. So wurden diejenigen belohnt, die zuerst die Flagge auf einem feindlichen Fort hissten oder als Erste eine Sturmleiter an die Festung stellten. Alle Piraten unterzeichneten diesen Vertrag. Damit verpflichtete sich jeder Freibeuter, sich an dieses wirklich einmalige Dokument zu halten. Die endlos lange Unterschriftenliste liest sich wie ein Who is Who der karibischen Piratenprominenz. Die Freibeuter waren die demokratischste Gemeinschaft des 17. Jahrhunderts. Die Tatsache, dass die Männer so eine Vereinbarung mit ihrem Anführer trafen, ist einmalig in jener Zeit. Eine solche Vorgehensweise findet sich damals tatsächlich nur bei den Brüdern der Küste. Auf den Angriff der organisierten Bande sind die Einwohner von Portobello nicht vorbereitet. Schon gar nicht auf eine Attacke von Land. Der Überraschungseffekt gelingt. Morgens Männer stürmen mühelos das erste Fort. Auf dem Weg zur nächsten Anlage jedoch stoßen sie auf heftigen Widerstand. Ohne zu zögern, nimmt der Piratenchef Nonnen und Mönche als Geiseln und zwingt sie, die Sturmleitern an die Außenmauern zu stellen. Als menschliche Schutzschilde mussten die Ordensleute die Riege der nachrückenden Meute anführen. Ein Selbstmordkommando. So erobert Henry Morgan den wichtigsten Handelshafen der Spanier. Der Auftakt zu einer Reihe beispielloser Überfälle, die alle seine Handschrift tragen. Sein Vertrauter Alexandre Exquemelin schreibt später: Der Statthalter wunderte sich sehr darüber, wie es 400 Mann allein mit Handwaffen möglich gewesen war, die starke Festung zu überwinden. Morgan empfing den Gesandten freundlich und gab ihm ein französisches Spezialgewehr mit, dessen Lauf 4,5 Fuß lang war. Morgan machte die Waffe dem Residenten zwar zum Geschenk, kündigte aber gleichzeitig an, sie sich nach 1 oder 2 Jahren in Panama zurückzuholen. Eine Drohung, die der spanische Statthalter von Panama nicht ernst nimmt. Ein fataler Irrtum. Beflügelt durch den Erfolg von Portobello gibt Morgan bereits 3 Monate später erneut die Losung aus: Henry bittet zum Rendezvous.